wir sind zurück hier auf der Insel, checken natürlich erstmal ab, was wir hier heute so veranstalten können. Ihr seht schon, klar, hier sind wir das letzte Mal gescheitert und das relativ mies. Von daher könnte man da natürlich nochmal was ausprobieren. Ich weiß es aber noch nicht so genau, wie ich das machen soll, muss ich sagen. Da muss ich mal kurz überlegen, ob wir da eventuelle Team irgendwie wechseln. Der wäre natürlich auch ganz okay. Vielleicht sehr für den. Ich weiß aber nicht, wie viele Lebenspunkte hat der. 822. Und der hat 988. Das ist natürlich schon wieder so ein Ding. Dann seht ihr natürlich von der Attacke, der braucht 4 Aktionspunkte, um die Attacke hier durchzuführen. Das ist natürlich geil. Und der braucht hier 5, glaube ich, so, ja. Ja, für die gleiche Attacke. Ach so, aber ich sehe gerade, entfernt noch positive Effekte. Das ist natürlich umso geiler. Von daher könnte man den natürlich mit ins Boot holen. Aber Lebenspunkte technisch ist der natürlich nicht ganz so gut. Aber ich würde trotzdem sagen, wir probieren es einfach mal aus. Wechseln den einfach mal. Und dann werden wir einfach sehen, was geht. Klar, wir hätten natürlich auch noch andere Drachen, die man irgendwie mitnehmen kann. Also da gibt es auf jeden Fall ein paar coole Drachen, die hier mit am Start sind, die ich auch schon habe. Aber leveltechnisch gefallen die mir natürlich erstmal alle noch nicht so richtig. Von daher muss ich da auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen was tun, um dann später die Kollegen mit zu involvieren hier in die nächsten Kämpfe. Also wie gesagt, ich würde sagen, das Team lasse ich erstmal so. Ich weiß natürlich nicht, was am Ende wird, ob es das richtige Team ist, kann ich natürlich auch nicht sagen, aber ich würde vorschlagen, wir probieren es so erstmal aus und müssen gucken, was der Gegner dann so sagt. So, dann gehen wir einfach mal hier raus und gehen dann einfach mal in den Kampf. Da weicht der Glamour aus. Das ist natürlich ja nicht so ein cooler Start für uns, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, wir probieren es einfach. Wir schwächen den erstmal und müssen dann mal gucken, wie es weitergeht. Das ist natürlich nicht so pralle, die Aktion. Aber gut, okay. Zieht allen was ab. Das ist natürlich wieder cool. Na, ich würde sagen, wir greifen den erstmal normal an und werden natürlich erstmal unsere Aktionspunkte sammeln. Hab eigentlich gehofft, das reicht am Ende, aber gut, okay. Könnten den natürlich auch platt machen. Wäre ohne Aktion. Aber ich würde mich eigentlich gerne mal heilen. Von daher würde ich sagen, greifen wir den. Puh. Wie machen wir das? Machen wir es so erstmal. Der ist so ja noch ausgewichen. So, und dann werden wir uns erstmal heilen. Werden natürlich erstmal ihn weghauen. Aber ihr seht natürlich, wir haben die zweite Welle noch vor der Brust. Von daher wird es natürlich nicht so leicht für uns. Müssen wir mal gucken, was hier am Ende draus wird. Ich hoffe natürlich, das klappt irgendwie. Den nehme, das zieht eigentlich, bringt ja nichts. Was machen wir? Ich will eigentlich meine Aktionspunkte erstmal sammeln, weil ich natürlich nicht weiß, wie sieht es nachher aus mit meinen Lebenspunkten. Ich meine, erstmal sieht es ja noch ganz gut aus, eigentlich könnten wir da nochmal rufieren. Ein
würde ich sagen, greifen wir den noch erstmal an, hauen den weg und haben jetzt nur noch einen vor der Brust. Der hat natürlich jetzt seine Spezialattacke, die nutzt er aber nicht. Das ist natürlich auch gut für uns. Muss ich sagen, jetzt müssen wir uns auf jeden Fall erstmal heilen. Das ist wichtig, weil ich will natürlich in der nächsten Runde dann relativ gut drin kommen und hoffe natürlich, dass wir den weghauen. So sieht's aus. Aktionspunkte technisch haben wir auch ein bisschen was am Start. Von daher müssen wir jetzt mal gucken, was hier am Ende wird. Ich kann natürlich erstmal nichts versprechen. So. Gut, sieht es natürlich ohne für uns aus. Ihr seht natürlich jetzt, der Dagos Grill ist natürlich wieder voll am Arsch. Überlebt aber gerade so. Das ist natürlich wichtig. Jetzt können wir natürlich nur die Aktion machen, weil wir uns auf jeden Fall heilen müssen. Oder wir könnten... Wir könnten das auch anders machen. Ihr könnt auch die Aktion raufhauen und dann mit dem angreifen. Dann verlieren wir den zwar bald. Oder wollen wir uns heilen? Ne, wir heilen uns. Ist mir jetzt irgendwie lieber, muss ich sagen. Ah, jetzt haben wir doch verloren. Das ärgert mich ein bisschen. Wen greifen wir an? Das ärgert mich natürlich umso mehr. Hauen wir den erstmal weg. So, dann machen wir das und dann werden wir uns auf jeden Fall erstmal heilen. Wollen wir erstmal unsere Lebenspunkte? Ich würde sagen, wir sammeln erstmal unsere Lebenspunkte, dass wir uns nochmal heilen können. Wenn wir überleben, das ist natürlich die Frage. Ah, habe ich mir schon fast gedacht. Aber ich würde sagen, den Kampf müssten wir eigentlich gewinnen, wenn alles gut läuft. Also ich denke schon, eigentlich müssten wir die jetzt in der Tasche haben. So, richtig geile Nummer. Hätte ich nicht erwartet, dass es am Ende was wird. Also war auf jeden Fall richtig cool. Ich freue mich wie die Sau, dass es am Ende irgendwie geklappt hat. Klar, ich habe mein Team gewechselt. Hatte damit dann irgendwie ein bisschen Glück, trotzdem ich sagen muss... Ob das jetzt irgendwie am Drachen lag, wage ich zu bezweifeln. Also ich habe mit dem jetzt keine starke Aktion gerissen. Habe zwar immer Dreier angegriffen, ein bisschen. Aber andersrum wäre es vielleicht ein bisschen besser gelaufen. Also ich weiß es nicht genau. Ich kann es nicht so einschätzen. Ich weiß nicht, was haltet ihr davon? Sagt ihr, das Team war jetzt viel geiler als das davor? Oder würdet ihr lieber das alte wieder nehmen? Also wie ihr sagt, schreibt das mal in die Kommentare. Wäre auf jeden Fall richtig hammergeil. Wenn er da mal was da lasst, das war natürlich mies. Jetzt haben wir natürlich, na gut, fischtechnisch ist alles im grünen Bereich. Von daher läuft das. So, dann würde ich sagen, werden wir natürlich hier erstmal unsere polierten Bernsteine einsammeln. Die finden wir in unserem Briefkasten. Gut, okay, da würde ich sagen, gucken wir auch gleich mal nach. Sammeln die dann auch erstmal ein und safen die. So, das haben wir erledigt. Dann können wir bei Johann vorbeischauen. Was hat der für uns? Da schlagen wir gleich mal hier in der Mitte zu. Und werden dann natürlich auch erstmal gucken, was unser Ohnezahn hier mit dabei hat. Okay, 150 Mille Holz haben wir mit am Start. Nein, danke, das wollen wir nicht. Dann würde ich sagen, werden wir den natürlich erstmal wieder losschicken. Weil die Wahl. Wir haben hier so ein geiles Event, 3 Tage, 20 Stunden, jetzt noch den exklusiven Gletscher
oder Gletscher. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier erstmal ruf, gehen wir auf Erkundung ohne Zahn und schicken den dann erstmal für 5 Stunden nochmal los. Ich hoffe natürlich, das wird was. Hoffe natürlich, dass hier am Ende irgendwie was geht. So, dann haben wir, was haben wir noch? Ich wollte eigentlich nochmal hier gucken. Kleinen Augenblick. Hier unten wollte ich nochmal kurz die Lage checken bei unserem Legendären. Das machen wir auf jeden Fall gleich, bevor wir es vergessen. Schicken den noch gleich nochmal neu los und dann könnten wir eigentlich nochmal kurz hier unten vorbeigucken. Wir werden hier natürlich erstmal noch ein bisschen was einsammeln. So, dann müssen wir noch schicke Eindrachen los, um Eisen zu sammeln. Das ist natürlich auch noch eine Mission von uns. Das können wir natürlich auch noch machen. Aber ich habe sowieso noch eine andere Mission, glaube ich gerade, was mit Eisen zu tun hat. Sammle 5 Eisen mit einem rauchverschwindenden Qualmdrachen. Das werde ich natürlich auch erstmal machen. Werde den natürlich erstmal losschicken. Klar, kostet 500 Mille Holz. Aber ich würde sagen, das lohnt sich. Dann kann ich natürlich den anderen Drachen nicht mehr trainieren. Ich will mal gucken, wie sieht es hier in der Akademie aus. Da muss ich auf jeden Fall auch noch 2 losschicken. Von daher ist es natürlich dann auch nicht ganz so einfach. Für was würdet ihr euch entscheiden? Würdet ihr den jetzt Eisen sammeln lassen, um die Mission hier oben zu vervollständigen? Oder würdet ihr erstmal euch um eure Drachen kümmern? Also ich glaube, ich kümmere mich erst um meine Drachen. Das ist dann, glaube ich, die sinnvollere Variante, denke ich. Also ich werde den erstmal für 1 Tag losschicken. 211 Mille kostet es, damit können wir leben, dann haben wir das erstmal erledigt. Könnten dann den Kollegen hier erstmal checken, wie sieht's aus beim Titan-Training. Ich hoffe, es wird was, aber auch hier haben wir leider nicht so wirklich Glück. Das heißt natürlich, wir sammeln erstmal 80 Mille Fisch ein und könnten den dann eigentlich nochmal neu losschicken für 12 Stunden. Ich würde sagen, das machen wir auch gleich. Dann haben wir das erledigt. Dann müssen wir natürlich gucken, wie kriegen wir unseren Fisch hier verkauft. Also da haben wir natürlich ein bisschen was auf Tasche. Klar, wir haben hier ein paar Drachen, die wir trainieren können, die natürlich Fisch hier brauchen können. Von daher könnten wir da oft auch zuschlagen. Aber ich überlege mir gerade natürlich, wen ich nehme. Ich weiß es nicht. Was sammelt der hier? 7,6. Okay. 12,2. Das ist doch schon eine Nummer. 5 ein bisschen. 8,5. Würde ich sagen, werden wir den nehmen. Der sammelt zwar nur 3 Stunden 50 Minuten, aber da kann man auf jeden Fall ein bisschen was reißen. Also ich denke, das ist ja nicht so blöde. Klar, wenn man dann welche mit 8 hat, ich kann ja nochmal hier gucken, wenn einer mit 8 am Start ist, ist das natürlich auch nicht so verkehrt. 4 und vielleicht die doppelte Sammelzeit, 5 und der sammelt 11 Stunden. 6 und 8 Stunden, also 8 Mille oder 8,5 und 6 Stunden 14, das ist natürlich dann doch sinnvoller, wenn wir den vielleicht sehr trainieren. Aber den müssten wir eh erstmal zu Valka schicken, von daher fällt es natürlich flach, dann eigentlich ist es ideal, ich trainiere den erstmal. Auf 95 brauche ich sowieso ein paar, dann kann ich den natürlich dann später auch trainieren. Das ist dann sinnvoll, dann haben wir da gleich erstmal irgendwie was voll, dann haben wir hier natürlich auch noch was. Aber ich würde sagen, wir werden erstmal hier oben auf unserer Insel ein bisschen was frei machen. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Und zwar würde ich sagen, wir haben das hier erstmal weghauen. Können wir das erstmal einsammeln. Und dann würde ich sagen, checken wir den Kollegen auch gleich mal, wenn wir schon mal hier hinten sind. Aber auch wie ihr hier seht, wird es auch hier leider wieder mal überhaupt nicht. Das heißt natürlich, wir müssen hier erstmal wieder ein bisschen was einsammeln. Könnten den natürlich dann auch nochmal losschicken zu Valka. Aber das Ding ist einfach, das geht gerade nicht. Ich glaube, bei Valka ist noch alles komplett voll. Wir haben gerade ihn losgeschickt. Dann müssen wir noch 11 Minuten ein bisschen warten. Von daher würde ich sagen, müssen wir uns da auf jeden Fall noch ein bisschen gedulden. Hier können wir aber auf alle Fälle noch einen Drachen trainieren. Ich weiß natürlich noch nicht, für wen wir uns da entscheiden sollten. Aber
So ein bisschen weiß ich's doch schon. Und zwar haben wir hier unseren Staubwühler. Ihr habt gesagt, ich soll den auf jeden Fall trainieren. Ich habe schon angefangen, habe den jetzt schon auf Level 13. Werde den weiter trainieren und könnte den natürlich für 7 Stunden nochmals trainieren. Ich denke aber, das mache ich später. Ich werde mir jetzt erstmal einen suchen. Haben wir überhaupt einen, der vielleicht ein bisschen länger braucht? Ich gucke erstmal nochmal in der Akademie, ob wir da vielleicht in der nächsten Zeit einen haben. In 5 Stunden 19 haben wir einen, der dann zurück ist. Das wäre natürlich auch eine Option, dass ich eventuell dann den nächsten losschicke und mich dann erst für den Staubwühler entscheide. Ich denke, das ist die sinnvollere Variante. Dann suchen wir uns doch mal einen anderen. Aber erstmal können wir hier nochmal die Lage checken. Wie sieht's hier aus? Wird der zum Titan? Auch der schafft es heute. Leider nicht. Hätte ich nicht mit gerechnet. Aber eigentlich hätte ich auch doch irgendwie schon damit gerechnet. Weil mein Tag ist es heute auf jeden Fall nicht. Also wie ihr schon gesehen habt, sind die Drachen, die im Titan-Training waren bisher, alle leer ausgegangen. Das ist natürlich nicht so cool. Stellt man sie immer, ein bisschen besser vor, muss ich sagen. Aber so ist es eben. Mann, was machen wir? Können wir den trainieren? Den könnten wir trainieren. Einen Tag 8 Stunden. Das wäre natürlich auch eine Option. Ja, ich denke, das machen wir. So, dann haben wir den nächsten Drache im Training. Und dann könnten wir eigentlich... Wo war das für unsere 400... Aber wir checken den erstmal. So, der schafft es heute. Coole Sache. Der nächste Titandrache ist am Start. Wen haben wir da? Da haben wir unseren Feuerwurm auf Level Nummer 91. Gehen wir erstmal auf weiter. Haben den, wie gesagt, weiter gepimpt. Könnten den natürlich jetzt auch erstmal füttern. Ich guck mal hier kurz, was sammelt der? Naja, gut, okay. Gibt es natürlich bessere Drachen, dann können wir den auf jeden Fall leveln. Könnten den auf jeden Fall auch noch trainieren. Das ist auf jeden Fall wichtig. Das werde ich auf jeden Fall dann im nächsten Let's Play machen. Das wäre jetzt auch cool gewesen. Habe ich natürlich nie richtig aufgepasst. Das wäre die bessere Variante für mich gewesen. Aber gut, okay. Ist halt so, wie es ist. Habe ich einfach mal übersehen. So, dann haben wir den greifenden Gründling. So, dann, was sammelt der? 15,1 Mille Holz in 5 Stunden. Das ist natürlich eine geile Nummer. Das ist auf jeden Fall eine richtig geile Nummer. Den muss ich auf jeden Fall auch weiter pimpen. Das ist auch wichtig. Aber ich wollte euch den eigentlich nochmal zeigen, den katapultierenden Kumpan. Den finde ich natürlich monstermäßig. Der sammelt in einer Stunde 5 Minuten 15,3 Mille pro Stunde. Ist natürlich auch eine geile Hausnummer. Aber ich sehe gerade, der da unten war natürlich mindestens genauso geil. Aber wenn ich hier in mein Drachenbuch gehe und dann auf beste Holzsammler, dann haben wir Huhn. Und dann kommt schon der katapultierende Kumpan als besserer, also oder als süder Drache. Aber der greifende Gründling ist natürlich zeittechnisch viel geiler. Also muss ich ganz ehrlich sagen, 5 Stunden bisschen, der sammelt gerade mal eine Stunde 5. Von daher sollte ich mich darauf konzentrieren. Also denke ich, ist die sinnvollere Variante. Was würdet ihr machen? Wie würdet ihr handeln? Also würdet ihr den katapultierenden oder den greifenden Gründling trainieren? Schreibt es mal in die Kommentare. Also wie gesagt, hier haben wir den katapultierenden Kumpan auf Level Nummer 79. Und hier unten haben wir unseren greifenden Gründling auf Level Nummer 59. Aber ich glaube fast, dass das die bessere Variante wäre, wenn wir hier zuschlagen würden und den auf jeden Fall weiter trainieren. Also ich würde mich dafür entscheiden, werde ich denke ich auch so machen, wenn ihr nicht sagt, ey, bist du doof, macht das nicht. Also wie gesagt, schreibt in meine Kommentare, was ihr darüber denkt. So, was können wir noch machen? Ansonsten haben wir erstmal nicht so wirklich was zu tun. Ich würde sagen, wir sammeln erstmal nochmal unsere Pakete ein. So, alles klar, das haben wir erledigt. Dann können wir das natürlich hier nochmal für 3 Stunden freischalten und sind dann für heute auch eigentlich erstmal wieder durch. Trotzdem, ich sagen muss, ich wollte noch irgendwie ein Eisen sammeln lassen. Wo war denn der Kollege? Hier war er. Den lassen wir auf jeden Fall erstmal Eisen sammeln. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Dann haben wir die Mission hier unten erledigt.
Das ist dann erstmal richtig geil. Und dann könnten wir hier unten nochmal rennen, hier nochmal gucken und das natürlich auch nochmal einsammeln. Dann haben wir soweit alles erledigt, außer bestreite zwei verteidige Bergmissionen. Ich würde sagen, das werden wir auch machen, aber das werden wir uns für das nächste Let's Play auf jeden Fall erstmal aufheben und gucken dann, wie es weitergeht. Wie gesagt, für heute sind wir erstmal wieder durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Jetzt könnt ihr das Video noch teilen, einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass ein Like da, bei Fragen kannst du gerne kommentieren und anschließend natürlich abonnieren. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal, ciao.